Das Thema ist Smart Capital Region. Es geht eigentlich darum, effizienter zu wirtschaften, mit weniger Ressourcen, sodass eigentlich alle davon profitieren können. Es gibt einen grossen sogenannten Information Overload. Man hat immer mehr Möglichkeiten auszuwählen, man hat immer mehr Anbieter, man kann Preise viel leichter vergleichen, man kann Feedback geben, was einem passt, was einem nicht passt. Also von dort her kann man sagen, hat der Konsument wie noch nie Möglichkeiten, neue Produkte, neue Dienstleistungen zu beziehen. Es gibt immer mehr Anbieter, die ihm das auch heimliefern tun. Projekt ist zum Beispiel ein Fahrzeug, ein Büsschen machen nächstes Frühling, wo man ohne Fahrer fährt, wo man schaut, was hat das für eine Auswirkung auf die Leute, auf das Fahrzeug, auf alles. Oder zum Beispiel auch intelligente Billettsysteme, wo man via Wi-Fi, wo wir in unserem Postauto haben, können die Billette direkt übermitteln. Hier haben wir ein Projekt lanciert mit dem E-Car Sharing System, wo man über Smartphone ganz einfach ein Auto bestellen kann. Das Auto steht an einer Ladestation, wird elektrisch geladen. Man kann es bestellen, man kann es nehmen, man kann es irgendwo wieder abstellen. Das ist etwas, das dazu führen wird, dass die Leute nicht mehr selber einfach ein Auto in der Garage haben wollen, weil sie es nämlich nicht immer brauchen. Was wichtig ist, ist, dass man vor allem die Technologie, das heißt die Kommunikationstechnologien, noch vermehrt einsetzt. Also wenn jemand zum Beispiel in so einem abgelegenen Dorf will ins Tal kommen, dass er über eine Applikation auch zum Beispiel eine Mitfahrgelegenheit kann abrufen kann. Das heißt, wenn jemand anders ins Tal fährt, dass der gleichzeitig die andere Person kann öffnen kann, wenn gar kein Postauto fährt. Dass wir zusammen mehr zusammenrücken, dass wir die Mittel bündeln können, dass wir eine gemeinsame Vision haben, eine gemeinsame Strategie verfolgen, uns gemeinsam fokussieren auf Produkte wie Velo, Bike und so weiter, wo wir zusammen investieren und so nachher euch den Gästen ein gesamtheitliches Erlebnis bieten. Mobilität steigt länger im Meer. Das braucht Räume. Auch die Wirtschaft will sich entwickeln. Und von mir aus gesehen ist das eines von unseren Hauptaufgaben, mit dem Raum schonungsvoll umzugehen, sondern dass dann auch noch nachgehende Generationen die Chance haben, etwas zu machen, dass nicht alles schon verbaut ist.